Für ein Festival, das mit einem Badeurlaub verbunden werden kann, musste man früher bis nach Slowenien fahren. Metal Camp und Metal Days und so. Heutzutage kann man das auch direkt in Deutschland erledigen, denn der Herthasee hat inzwischen seit ein paar Jahren auch sein eigenes Festival. Das Malmström, von dem ich euch heute ein bisschen erzählen werde. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei TodgehörTV. Ich bin Adrian und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, endlich mal wieder ein normales Video, in Anführungsstrichen kein Livestream. Denn ich war ein paar Tage in Holzappel, beziehungsweise bei Holzappel am Herthasee. Das ist zwischen Limburg und Koblenz, ja, in Rheinland-Pfalz. Und ich habe mir dort ein paar schicke Bands angeschaut, ein bisschen gecampt und drei wundervolle Tage verbracht. Genau gesagt, vom 13. bis zum 15. Juli hat das Ganze stattgefunden. Hat 2018 zum ersten Mal stattgefunden. Ja, jetzt muss man die Pandemie noch rausrechnen. 2020 konnte es nicht stattfinden. 2021 hat es dann wieder stattgefunden. Also sind wir mittlerweile bei der fünften Ausgabe gewesen. Und was soll ich sagen? Es war wieder mal ein tolles Festival. Natürlich besonders auch für mich. Denn ja, ich kenne ja viele bei den Organisatoren, bei der Crew. Sehr, sehr viele Besucher kenne ich persönlich. Ist ja nicht weit weg von meiner alten Heimat. Wie gesagt, Limburg, habe ich gesagt, ist nicht so weit entfernt. Entsprechend hatte ich eine Menge Spaß dort. Und ja, ich werde euch mal im Detail ein bisschen was erzählen. Wir haben hier Clips von allen Auftritten. Ich habe ein paar Stimmen von den Bands eingesammelt, die ich finden konnte. Und natürlich auch ein paar Besucher mit rangeschafft. Fangen wir direkt vorne an. So, es ging los am Donnerstag. Schön rübergefahren, mal wieder, jo, wie man das immer so kennt. Das ist ja dann nur doch ein bisschen stressiger, als man sich das vorstellt mit dem ganzen Packen und dem Einkaufen. Zum Glück waren wir aber pünktlich da. Auch einen sehr schönen Platz bekommen auf dem schnuckligen Zeltplatz. Zeltplatz ist ein bisschen zweigeteilt. Es gibt einen etwas kleineren. Vorne, unten beim, wo bei den Wohnwägen ist ja eigentlich auch so für Dauercampingplatz und für Wohnmobile ist immer so ein kleiner Culture Clash dort. Gibt dort immer sehr viele Wohnmobile von normalen Campingbesucher, die dann auch immer jedes Jahr ein bisschen überrascht sind, dass da Festival ist. Und ja, den Metal-Fans, die dann da sind. Genau, und da gibt es noch weiter oben, so am Waldrand, noch eine Wiese, wo man auch zelten kann. Da waren wir letztes Jahr, dieses Jahr haben wir noch einen Platz unten bekommen. Entsprechend waren die Wege für uns kürzer. Sehr, sehr gut. Ja, das ging am Donnerstag. Früher war der Donnerstag einfach nur der Anreisetag. Da kam dann ein bisschen Musik aus der Dose. Letztes Jahr hat auch eine Band gespielt gehabt schon. Und dieses Jahr auch. Dieses Jahr haben Ingrim, das war einer der Headliner von 2019, haben dieses Jahr sozusagen das Festival direkt eröffnet mit einem sehr langen Gig. Ich glaube, sie haben so, ja, 90 Minuten, 100 Minuten gespielt mit Pause. War sehr, sehr schön, fast 2 Stunden. Malmström Open Air! Wie man bei uns sagen würde, Servus! Geht's euch gut? Wir freuen uns mega, mega, dass wir heute dieses wunderschöne Festival eröffnen dürfen und dass ihr schon alle ihren Weg hergefunden habt, vom Zeltplatz oder von sonst woher. Freut euch auf 2 Tage! Mega Abriss! Freut ihr euch! Was auch sehr schön ist, ist der Eintritt ist frei am Donnerstag. Das heißt, wenn man als Anwohner oder jemand in der Ecke ist, wenn man gerade Zeit hat, kann man vorbeikommen und sich eine Band angucken und ja, was trinken und sich das Ganze schön auch so mal anschauen, was da eigentlich abgeht. Das finde ich eigentlich immer ganz nett und das hat man auch gemerkt, das wurde dieses Jahr sehr, sehr gut angenommen. Besser als letztes Jahr. In Krimi auch ein bisschen bekannter als die Irish Folk Band vom letzten Jahr. Rufus Meuth war das letztes Jahr, ganz genau. Und lief ganz gut. Also ist jetzt Ingrim, haben inzwischen einen neuen Sänger. Die sind ja 2019 mit einem anderen Sänger dort gewesen. Jetzt haben sie den Uli mit am Start. Der sagt mir jetzt auch, hat mir nichts gesagt. Aber es bleibt dabei. Es ist immer noch so Mittelalter-Rock meets Folk-Metal. Ein schöner Genre-Mix. Ja, wie gesagt, wenn man damit klarkommt, wenn man ein bisschen offene Ohren hat, dann kann man damit schon eine Menge Spaß haben. War gute Stimmung vor der Bühne. Erster Tag ging auf jeden Fall klar.
Ja, ich muss sagen, das war bisher der beste Opener, den ich hier erlebt habe. Stimmt wohl. Hat ja gut gepasst. Ja. Aber die hätten ja noch ein paar Minuten spielen können. Die haben nicht ganz ausgereizt. Ja, die haben 10 Minuten einfach mal sausen lassen. Das stimmt. Und dabei haben sie nicht Ich will brennen gespielt. Das fand ich sehr schade, weil das ist eigentlich nicht kennen. Das ist eigentlich der erste Song, der bei YouTube vorgeschlagen ist. Richtig, richtig. Deswegen war ich ein bisschen überrascht. Aber die haben einen neuen Sänger, glaube ich. Das kann ich nicht beurteilen. Nee, die haben einen neuen Sänger. Die haben beim letzten Mal sie hier gespielt und einen anderen gehabt. Er wirkt auf jeden Fall sehr kompetent. Ja, das stimmt. Das stimmt. Der hat auf jeden Fall Bock gehabt. Die Leute haben auch Bock. Gut, was los heute? Ja, Mann. Geil. Das soll ja auch so sein, ne? Ja, hoffen wir mal, dass es so weitergeht. Auf jeden Fall. Dann am zweiten Tag ging es direkt los, damit, dass es sehr, sehr warm war. Also der zweite Tag, der Freitag, war so ziemlich der wärmste Tag des Festivals. Ja, schön eingecremt, hat alles nichts so nützlich. Inzwischen geht es wieder, vorher schon ein bisschen Sonnenbrand gehabt. Aber das Festival wurde dann relativ, so halb zwei ging es, glaube ich, los mit der ersten Band, wenn ich mich richtig erinnere. Und da haben dann auch schon Lokalmatadore, wie sich das gehört, so das Festival eröffnet. Und zwar Isn't. Wir sind eine relativ neue Band aus dem Limburg-Raum, aber mit bekannten Musikern, die auch dort auch in anderen Bands schon gespielt haben. Sehr, sehr schön. Haben tatsächlich auch Leute, die jetzt nichts mit der Band zu tun gehabt haben, überzeugt, die auch von auswärts da waren. Ist so musikalisch so ein Genre-Mix, ne? Die haben eine Frontfrau und machen Melodic Death Metal. Klar, da kommen natürlich dann gerne mal die Vergleiche zu alten Arch Enemy. Aber ja, da kann man auf jeden Fall sagen, dass sie schon noch ein sehr eigenständiges Konzept haben und sich dann doch noch mal ein bisschen davon abgeben. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, hat eine Menge Spaß gemacht. Kenne ja, wie gesagt, auch einige Leute dort auf der Bühne persönlich. Aber jetzt sind natürlich jetzt keine Sympathiepunkte, nur deswegen. Es hat mir auch so sehr, sehr viel Spaß gemacht mit Isn't, auf jeden Fall. Ihr habt jetzt heute den Festivaltag eröffnet. Wie war's? Ich fand's ziemlich cool. Sound war mega auf der Bühne. Also das kann ich jetzt beurteilen. Der Rest hat ja in ihr. nee, hat Spaß gemacht auf jeden Fall, war geil. Marco, wie fandest du die Eröffnung? Das war perfekt. Ja? Ja, logischerweise euer erster Gig hier auch, glaube ich, weil ihr. So lange gibt es euch noch gar nicht, ne? Ein Jahr jetzt, ne? Also mit mir zusammen. Also vorher hatten sie ja Drumcomputer, aber jetzt mit fester Besetzung aller Instrumenten, ein Jahr machen wir das jetzt. Okay. Ist er besser als der Drumcomputer? Jeder Fall. Das ist sehr, sehr gut. Ja, hier, Tigger. Du bist ja gestern schon angereist und machst ja auch ein bisschen Merch hier für Anheim. Ja, richtig. Wie läuft's? Wie laufen die Verkäufe? Also heute ist ein richtig toller Tag. Das Wetter ist gut, die Leute sind geil drauf. Und wenn die Leute ankommen, um Merch zu kaufen, das ist schon, mit denen kann man gut quatschen. Und auch mit allen anderen Leuten hier. Das ist eines der schönsten Festivals, auf denen ich jemals war. Echt? Ja, also ich muss sagen, das ist winzig, das ist nicht winzig, es ist klein, es ist schön, die Leute sind cool und ja, das ist das Schönste, also ich finde es schön hier. Und das Wetter. Was gibt's da noch Schöneres zu sagen? Lass ihn so stehen! Danach ging es dann weiter mit Armada aus Mexiko. Das ist eine Band, die gibt es also auch schon ein paar Jahre. Kannte ich nicht. Sind auf jeden Fall auf eigene Faust nach Europa geflogen und spielen hier einige Festivals-Gigs. Das konnte man auch schön am T-Shirt des Sängers sehen. Der hatte dann so ein Tour-T-Shirt an. Da waren echt viele Gigs drauf. Alle möglichen Festivals nehmen sie hier mit, um sich sozusagen auch wieder das Geld so zusammenzuspielen, weil die ganze Tour, meinen sie, ist schon ganz schön teuer. Zahlen sie alles aus eigener Tasche. Echte Hingabe. Auch echt sympathische Leute. Auch alle Leute, die mit denen geredet haben, haben mit vielen Bands da gequatscht, was getrunken und so weiter. Auch ich hatte die Chance, ein bisschen mit denen zu labern. How come do you play here? Was made by the guitarist. So start book. I mean, like ourselves for booking the festivals, summer festivals. And it's not hard. It's not easy. Sorry, it's not easy for metal band from Mexico to book because we are unknown. Sehr, sehr nette Leute, sehr, sehr passioniert, total, stehen total hinter dem, was sie tun, machen das aus reiner Leidenschaft. Sowas tue ich auf jeden Fall jederzeit auch hochhalten. Muss allerdings auch sagen, ja, bin mir nicht so ganz sicher. Also der Sound war nicht hundertprozentig auf dem Festival, hatten auch am Anfang einige technische Probleme, das ging dann nicht bei jedem gut runter. Oh,
Es blieb wahrscheinlich hinter dem zurück, was es hätte sein können. Sagen wir es mal so. Auf Platte kommt sowas sicherlich besser, aber der Auftritt hat so ein bisschen zwiegespalten. Es gab einige Leute, die haben gesagt, so, oh, das ist überhaupt nicht meins, weiß ich nicht. Aber ich habe auch Leute getroffen, die haben gemeint, ja, war ganz geil. Also von daher, auf jeden Fall sehr nette Leute und lassen wir das mal so stehen. Eine Band, die ich ebenfalls nicht kannte, ist Dvalin. Die gibt es schon seit 2009. Sie sind sogar bei Noise Art Records, also gar nicht mal so ein kleines Label. Haben ein Album und eine EP raus. Und, ja, keine Ahnung, sagt mir gar nichts. Irgendwie Unter den Eichen ist so ihr größter Hit, der war auch schon auf irgendwelchen Samplern drauf. Hier, hat es dir gefallen? Geil, absolut geil. Geil? Was sagt ihr? Wie war die Band gerade? Was geil! Durin! Julian von Incordia. Ja. Hier, deine fachmännische Meinung zur Band gerade eben. Ich meine, du bist ja auch ein Experte. An sich sehr geil. In den Filmen teilweise etwas unsauber gespielt. Aber ansonsten wieder sehr gut. Da muss man sowieso unterstützen. Ehemaliger Veranstalter von Skalfest. Ja, der Flöten- und Dudelsackspieler ist der Muskus von Skalfest. Ja, krass. Ihr fickt sie aus. Ja. Toller Auftritt, sehr professionell und haben auch einige Leute sehr, sehr stark abgefeiert. Also da will ich jetzt auch nicht meckern. Danach ging es dann mit etwas weiter, worauf ich mich sehr, sehr gefreut habe. Danach haben Anheim gespielt. Ja, Anheim, tolle Würzburger Melodic Black Metaler oder Black Metaler, wie man es nennt, so melodisch sind sie ja teilweise gar nicht. Machen auf jeden Fall sehr guten Black Metal, mit denen habe ich auch schon zusammengespielt. Mit meiner Band Blackhool waren wir auch schon zusammen in Bayern auf einem Konzert zusammen. Ultra nett, super sympathische Menschen. Und ja, habe mich natürlich gefragt, wo die Haare vom Sänger hin sind. Der hat jetzt auch nur kurze Haare, langen Bart hat er immer noch. Aber jetzt hat er kurze Haare, jo, muss man sich auch erst dran gewöhnen. Musikalisch, klar, alles wie immer, großartiges Zeug. Müsst ihr doch mal hier die Platten und so weiter anhören, blende ich euch auch nochmal ein. Unterstützt die Band auf jeden Fall. Ich bin jetzt auch nochmal nächste Woche auf dem Chaos Traum, da spielen sie auch. Freue mich sehr, freue mich immer, die Band live zu sehen, sehr sympathisch und machen auch einen echt guten Auftritt, muss man echt sagen. Stellt euch doch mal vor für die Leute, die euch nicht kennen. Hi, ja, wir sind Anheim aus Würzburg, sind hier auf dem Malström, zweiter Tag, gespielt haben wir gestern. Und? Sorgen wir für Getränkeumsatz. Wir finden es super gut, dass wir gestern schon gespielt haben, weil entsprechend können wir den Alkoholmüsten frönen. Warum sind hier eigentlich nicht 1000 Leute? Ja, das hast du das schon mal gefilmt hier? Ja, klar. Komm, zeig das den Leuten nochmal. Das du meinst die Bühne. Da ist ein verdammter Badesee direkt hinter der Bühne. Ja. Ihr könnt hier in den Umbaupausen hier einfach reinspringen für drei Geld, glaube ich, den ganzen eine Tag. Eine Currywurst vom Rind zum Niederknien und zu wenig los. Ja, traurig, ist, aber wahr. Ja, Festivalsaison kennt man ja, ist immer überladen. Ja, ja. Und ihr spielt auch noch in 2 Wochen, habe ich gesehen. Auf dem Chaostraum. Chaostraum, da bist du ja. Ja, ich bin auch zugegen. Dann sehr möchte schön. Ich mich schon mal hier Totenkreuz. Ja? Genau. Schade, dass der Sänger nichts trinkt. Ich hoffe, der Basser. Einer von euch muss mit mir trinken. Ja. Also sucht euch schon mal aus, wer. Genau. Freuen wir uns extrem und dann ist auch die Festival-Saison für uns erstmal. Ah, okay. Ja. Ja. Chaostraum Ende Juli in, bei Marburg. Bei Marburg. Genau. Halten wir es so dann fest. Wir alle in Urlaub. Alles klar, vielen Dank euch beiden. Danke. Wie war der Tag so? Sehr stressig, sehr warm und man musste immer überall aktiv sein. Was hat dir am besten gefallen heute? Bisher? Das ist schwer zu sagen. Ich finde alle Bands ziemlich gut. Anheim fand ich ziemlich gut. Das war auch mein Favorit, den ich heute unbedingt sehen wollte. Und jetzt bin ich gespannt, was bei Schammer kommt. Und, ja.
Ja, danach. Eine Band, die man eigentlich kennen muss, wenn man aus dem Rhein-Main-Gebiet kommt. All Will Know aus Darmstadt. Die spielen hier wirklich auf jeder Bühne in Hessen. Und haben dann sicherlich auch dadurch ihren Status, den sie haben. Also sind ja schon sehr bekannt hier in der regionalen Szene. Also ich habe es jetzt so, muss ich sagen, nicht mit der hundertprozentigsten Aufmerksamkeit. Ich war dann doch schon eher teilweise auch eher am Bierstand, als das lief. Ne? Man braucht auch mal zwischendurch eine Pause. Kannst du zum Festival generell was sagen, Johannes? Och, ich bin jetzt schon, ich weiß nicht, das vierte Mal auf dem Malmsturm und genial. Ich komme immer wieder gerne hierher. Wie oft gab es das jetzt schon? 2018, 19? 18, 19, 21 war ich leider krank. Genau, 22. 22 und jetzt, also viermal jetzt auf dem Malmsturm gewesen. Und wie bewertest du die Entwicklung? Hat sich gut entwickelt? Es entwickelt sich immer weiter. Also es ist immer zum Besseren. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Und am Herthasee, man kann nicht viel falsch machen. Ist genial. Danach ging es dann wieder, Band nach Anheim, kam jetzt Wannerheim, also wieder eine Band mit Heim am Ende, aber ganz, ganz anders. Wannerheim haben wir auch letztes Jahr da schon gespielt, eine holländische Band mit einem deutschen Bassisten. Da gespielt hatten, denn ich hatte ja, wie ihr vielleicht wisst, ich habe ja den Trailer von Malmström fürs dieses Jahr gemacht und ich hatte einen Song von Wannerheim als Background-Music genommen und ich war ganz froh, dass sie dieses Jahr auch da gespielt haben. So war das kein False Advertising, habe ich mir gedacht. Ja, wie dem auch sei. Sie haben aber nicht deswegen da gespielt. Also ich habe mit ihnen geredet, sie haben da gespielt, weil sie halt sowieso gerade in der Zeit in der Ecke waren und gemeint haben, das hat sich jetzt gut ergänzt, dass man den Gig dann auch noch mitnimmt auf dem Malmström. Und ja, haben jetzt auch ein bisschen besseren Slot bekommen als letztes Jahr, ein bisschen später gespielt und man hat auch gemerkt, dass die Leute ja Bock drauf hatten. Es war wirklich relativ voll vor der Bühne. Die Leute hatten echt auch, ja, einfach Bock auf diesen Epic Viking Folk Pagan Metal, wie man das nennt. Ist ja auch ein bisschen egal, wie es heißt. Am Ende des Tages macht es einfach nur Spaß. Sehr, sehr episch. Gibt einfach sehr viele Parts, wo man gut mitmachen kann. Wir haben auch sehr viel Bewegung im Publikum. Yeah, it's the second time in a row that Wannerheim is playing at the Malmström. How comes? Well, we were actually in the area this weekend, so we got contacted by the organizer, and we really like the idea of playing at Malmström because last year we really had an awesome time here. So yeah, of course we love to come again if we're around anyway. So it's a beautiful area here next to the Herthasee. We played a really awesome show. The vibe was absolutely cracking. We had a lot of fun. We saw the audience was having a lot of fun. So, I mean, what else do you need on a? What was better, last year or this year? What would you say? For me personally, this year I was just really into it. You know, last year we had our album that was just out and people were still getting used to it. But we saw this year also that a lot of people already came in a Wannerheim shirt. People supported us big time, and you know, people really started getting to know us. That's absolutely great to see. Yes, definitely. Thanks a lot. Have some fun. Have a great festival. Thanks. Stay tuned. Dann waren wir auch schon fast am Ende des ersten Festivaltages, denn mit Fimbulvet kam dann schon der Co-Headliner auf die Bühne. Die Band aus Thüringen, ja, ist eigentlich um den Sänger Stefan, der ist ja so, ich will nicht sagen, so der, sag ich mal, ein Solo-Projekt und jetzt die Bandmitglieder sind dann eher mehr so Session- bzw. Live-Musikanten.
So war es, glaube ich, ursprünglich mal gedacht bei diesem Projekt. Ich habe auch gar nicht mitbekommen, dass er sich die Haare abgeschnitten hat. Ich meine, hey, steht ihm. Kurzer Frisur sieht echt gut an ihm aus. Aber ich habe es gar nicht mitbekommen, weil die ganzen Promo-Fotos, die ich noch vorliegen hatte, hat er noch alle mit langen Haaren. Obwohl das, glaube ich, schon tatsächlich ein paar Monate her ist, dass er sich die Haare geschnitten hat. Ist jetzt auch egal, wie man gehört. Frisur ist Frisur. Musikalisch sehr, sehr geil. Man hört immer so ein bisschen Mähen hier raus, finde ich. Auch krass, so diesen epischen Passagen. Finde ich nicht schlecht. Freue mich übrigens, also hab's auch, als ich den Gig gesehen habe, ich mir gedacht, so geil, freue mich schon echt drauf, mit der Band zusammenzuspielen, denn im September, 16. September, spielt Blackhül zusammen mit Fimbulved in der Portstraße in Oberursel. 16. September, schreibt euch das mal auf dem Kalender auf, da spielen wir, wie gesagt, mit Fimbulved zusammen in Oberursel. Wird bestimmt geil, kommt vorbei. Den Felix, den kennt man ja auch hier von Krempe, von Metalnet. Vielleicht auch ein bisschen. Und auch vom letzten Jahr. Auch vom letzten Jahr, richtig. Also du bist jetzt schon ein Wiederholungstäter? Ja, ein mehrfacher Wiederholungstäter beim Marsch. Ja, richtig. Was soll ich sagen? Es ist einfach großartig hier. Du gehörst sicherlich zu den Leuten mit der weitesten Anreise. Was, ja, was macht? Recht haben. Was bringt dich dazu, diese weitere Reise auf dich zu nehmen? Ach, mittlerweile, auch wenn es klein ist, die Leute, weil gefühlt kennt man mittlerweile das halbe Festival, dann hier sind einfach Perlen im Line-Up. Das ist so wunderschön. Was soll man noch sonst sagen? Einfach großartige Musik, großartige Leute und die Location. Leck mir am Arsch, ist die geil. Ich kann es nicht anders sagen. Wir haben jetzt fast Halbzeit. Worauf freust du dich noch? Ich freue mich morgen sehr auf Eridu. Weil, ja, Shamash, die jetzt dann auch gleich noch spielen werden, ist ja der Headliner heute. Und ich bin sehr gespannt, wie Heretor diesmal bei mir funktioniert. Bei Darkroll haben sie noch nicht ganz gezündet, aber ich glaube, hier könnte es besser passen. Weil ich war auf Darkroll ein bisschen müde bei Heretor. Verständlich. Jo, der eigentliche Headliner des Tages, beziehungsweise die letzte Band des Tages, war eine Shamash. Shamash ist ja auch so eine Band, so kann man sagen, so dieses gnostische, dieses okkulte Black-Metal-Gedöns, weißt du, mit diesen so langen Kutten und Gewändern auf der Bühne, so goldschwarz. Die Gesichter siehst du teilweise kaum, beziehungsweise zwei Mitglieder haben dann keine Masken auf oder Sachen im Gesicht. Meiste Zeit über war es halt schon sehr atmosphärisch, sehr dicht. Kann man machen, klang jetzt eher wie Musik, die man sich eigentlich eher in einem Club, am besten in irgendeinem Gewölbe anhört, bei, ja, so nachts und nicht irgendwie, nachdem man schon ein paar Bands gesehen hat. Aber nö, hat auch trotzdem funktioniert. Sagen, klar, auf Dauer wird es ein bisschen eintönig. Habe mich dann sehr gefreut, als dann doch mal irgendwie mittendrin irgendwie umgeschwenkt wurde auf einen etwas anderen Song, der so ein bisschen aus dem Raster fällt, wo es fast schon so ein bisschen deathrockig wird. Ja, fand ich irgendwie dann cool. Ja, hat mir mit der besten gefallen, die Passage. Könnte ruhig ein bisschen mehr solche Brüche einbauen. Brüche sind immer gut, merkt man ja bei Blut aus Nord, was ja auch immer so ein bisschen fast schon vergleichbar ist, so Avantgarde Black Metal. Und da gibt es ja auch häufiger mal Brüche. Und ich finde, das täte dieser Musik auch gut, wenn da noch ein bisschen mehr mit Brüchen gearbeitet werden würde. Ne? Aber dann war der Tag auch vorbei. Letzte Band hatte gespielt und auf einmal wurde das Ganze zu einer Weihnachtsparty. Es gab Glühwein, es wurde Weihnachtsmusik gespielt, die Weihnachtsdeko wurde rausgepackt. Ich fand es ja ganz witzig, dass sie sich da noch was überlegt haben, dass man so eine Weihnachtsthemenparty hatte am zweiten Tag. Warum? Warum? Na, weil heute Weihnachten ist. Nein, heute Abend ist Weihnachtsfeier. Heute Abend? Ja, Christmas. Und du musst sogar im Mädchenstand am Marsch rumfragen. Ja, habe ich schon gehört. Ich habe erst gedacht, die wird Donnerstag. Aber nee, ist heute. Heute, heute ja. Heute. Ja, geil. Oh mein Gott. Oh, ich, oh, bitte, du bist grandios. Oh, danke schön. Ich freue mich gerade so hart, du bist grandios. Ja, hi, gibt sich das bei dem Wetter? Ja, ey, du bist echt eine harte Sau, ne? Das fand ich ohne Scheiß.
Ja, der zweite Tag, beziehungsweise der letzte Tag, ist immer ein bisschen schwierig, hier so ein bisschen die Tage einzuordnen, auf jeden Fall der Samstag, ging dann erstmal mit Regen los. Es hat viel geregnet, es war ein sehr feuchter Vormittag nach dem sehr warmen Freitag, war es aber eigentlich ganz nett, dass der Samstag dann ein bisschen mehr Abkühlung gebracht hat. Hatte natürlich den Nachteil, dass es geregnet hat, dass die Wanderung nicht wie geplant stattfinden konnte. Ne? Hollow by the Mill wollten natürlich dieses Waldkonzert machen, also eigentlich war geplant, wie auch schon im letzten Jahr, man wandert zusammen mit der Crew durch ein bisschen durch die Wälder dort des Nassauer Lands und ja, dann wird irgendwo auf einer Lichtung spielt die Band. So war der Plan. Natürlich, wenn es regnet und die Band spielt Akustik und naja, da ist dann keine Überdachung, ist scheiße. Man ist da sehr optimistisch von gutem Wetter ausgegangen. Konnte man eigentlich auch sein, es hat ja wochenlang nicht geregnet vorher. Jo, das hat Mutter spontan umdisponiert. Es gab auf jeden Fall ein paar Dutzend Besucher, die gesagt haben, ey, ich lasse mir die Wanderung jetzt nicht nehmen. Wir sind dann einfach so losgegangen und haben so im Regen ein bisschen gewandert. Die Band aber hat dann gesagt, okay, wir spielen dann im Trockenen unseren Gig, haben sich in das Merch-Zelt gestellt auf dem Festivalgelände und haben dann so um 23:30 ein Gig gespielt, so mit Irish Folk Songs, also alles mögliche, Whiskey in the Jar, The Wild Rover, was man halt so kennt, lief ganz gut. Ja, natürlich, die meisten Leute haben sich dann auch eher untergestellt und gesagt, ah, so Wasser von oben ist nicht so geil. aber es gab auch sehr viele Mutige, die sich dann in den Ring gestellt haben und getanzt haben dazu. Auf jeden Fall nicht schlecht, war sehr sympathisch, gute Aufwärmung, gutes Programm zum Wachwerden und mal seinen Kaffee zu trinken. Und dann ging es ja auch schon wieder los um 1 mit der ersten offiziellen Band des. Und die erste offizielle Band des Tages war Corpse Pain. Ja, Corpse Pain ist ja auch eher so eine Mischung. Es ist so also Dark Metal, so ein bisschen mit Gothic-Elementen, so ein bisschen wie Nachtblut, wenn ihr das kennt. Lauschet den Klängen und lasst euch betören. Auch ihr werdet zum Niemandsland gehören. Seid noch nicht wach, oder? Das werden wir doch gleich ändern! Malzdorf, seid ihr alle da? Tiefe Nacht, wir haben euch die Märchen mitgebracht aus dem Niemandsland für euch. Grimmgeflüster, hier ist der Rattenkrieg. Ich hatte das Gefühl, die Band wollte halt sehr stark auch mit dem Publikum interagieren, hatte nur das Gefühl, dass im Publikum es sehr, sehr schwierig war. Klar, das Wetter war jetzt nicht so geil. Das Publikum ist natürlich auch eher so ein Prager- und Black-Metal-Publikum teilweise oder Folk-Metal-Publikum und da hat man natürlich als so eine Dark-Metal-Band teilweise gar nicht mehr so leicht, wo man sich die sich auch selbst gar nicht so sehr festlegt. Dementsprechend hatte ich das Gefühl, dass manche damit irgendwie gar nichts anfangen konnten. Klar, sie hatten auch Fans da, aber auch Leute getroffen, die extra wegen denen dort waren. Grüße nochmal und danke fürs Mitnehmen vom Rewe. Aber ja, sie hatten es schwer. Aber es sind auch sehr, sehr nette Leute, habe ich auch nochmal kurz mit denen gesprochen. Lauf los, hier spielen wir mit Corpse Pain. Erste Band des heutigen Tages, also erste offizielle Band, abseits von den Iren hier. Wie war es auf der Bühne? Granatenstark. Hatten wir Spaß? Mega. Wie kam es dazu, dass ihr hier spielt? Keine Ahnung, wer einen zu viel im Tee hatte. Guckt ihr euch halt auch noch was an? Na klar. Welches Highlight ist so? Welche Band ist so das Highlight für euch? Dick Elende. Sehr gut, sehr gut. Bring dein Leben. Ja. Ich habe bei Corpse Pain gelernt, wie das ist wichtig. Ja, was sind deine Emotionen wegen Corpse, wenn die eben gespielt haben? Also dann war unvergesslich. Es war ein Erlebnis der besonderen Art. Ich habe noch niemals eine Band getroffen, die Black Metal Märchen erzählt. Und ich bin noch nicht sicher, ob ich das nochmal treffen möchte. Lief irgendwie ein bisschen komisch, auch kreuz und quer. Die Menge hat dann am Ende doch ein bisschen mitgemacht, zu meiner Überraschung. So, dann ging es weiter mit was ganz anderem. Call of Charon oder Charon oder wie auch immer. Das war jetzt irgendwie Death Metal meets Deathcore oder moderner Death Metal mit ein bisschen Deathcore-Einschlag. War ganz anders. Ist normalerweise auch jetzt nicht so mein Fall, aber so wie sie es umgesetzt haben, fand ich es echt gut. Viel Bewegung, sehr gut abgestimmt aufeinander. Sehr, sehr gut eingespielt. Sehr, sehr eingespielte Band, muss ich auf jeden Fall sagen.
muss ich ehrlich sagen, es war jetzt auch mehr an dem dran, was ich höre, als Copsplay. Deswegen war das dann für mich schon so ein bisschen kleine Weckruf, ist ein bisschen wach geworden. Fand ich ganz gut. Sehr, sehr schönes Festival. Die Leute haben Bock, die Leute sind gut drauf, alle, alles toll, schön organisiert. Also als Band fühlt man sich absolut wohl. Ja, es ist einfach schön. Wie kommst du denn hier gespielt? Wer hat euch gefragt oder habt ihr schon morgen? Wir haben quasi, als wir unsere aktuelle CD rausgebracht haben, Ende des Jahres. Also Ende. Hallo. Letzten Jahres. Letzten Jahres, genau. Da haben wir uns bei diversen Festivals beworben, haben mal ein bisschen was rübergeschickt. Und ja, vom Marschstrom kam dann eine Rückmeldung. Wir haben uns gefragt, ob wir Bock haben. Naja, lässt man sich ja nicht zweimal sagen. Ja. Also von daher, wir sind super dankbar und glücklich, dass wir hier spielen dürfen, dass wir die Chance bekommen haben und wir würden jederzeit wiederkommen. Danach kam dann tatsächlich eins meiner Highlights des Tages. Das hätte ich überhaupt nicht erwartet, dass das eines meiner Highlights wird. Tales of Ratatösk. Tales of Ratatösk, auch eine deutsche angebleckte Folk-Metal-Band, auch wie auch immer man das nennt. Schön auch so in Gewandung und Kostüm und Bemalung und so teilweise. Und kennt man ja dieses Ratatösk, dieses Eichhörnchen aus der, glaube ich, aus Yggdrasil. Hat noch so ein großes Eichhörnchen auf der Bühne und das wurde dann auch entsprechend an dem Publikum rumgereicht und war dann auch im Circle Pit und sonst wo mit dabei. War ganz witzig. Ich habe jetzt gedacht, so, das ist bestimmt so quatschig, das ist bestimmt überhaupt nicht mein Ding, aber ganz weit gefehlt. Ich muss sagen, ich hatte hier echt viel Spaß tatsächlich. Ich meine, die haben sich selbst nicht ernst genommen, aber ich habe das Gefühl, sie haben ihre Musik sehr ernst genommen. Das finde ich auch immer sehr, sehr wichtig, dass man seine Musik sehr ernst nimmt. Das hatte ich den Eindruck hatte ich sehr. Die Sängerin, die Frontfrau, finde ich, ist ein sehr, sehr großer Gewinn für die Band auf jeden Fall. Sie hat eine sehr, sehr gute Stimme. Also ich hatte schon Leute, die neben mir standen und gemeint haben, so, das hat ja schon ein bisschen was von Darkness noch kurz lauter kalt. Ob ich so weit gehen würde, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, BM lasse ich auf jeden Fall. Backen auf das Lurker kalt ist ja noch was ganz anderes. Ich weiß es nicht. Also ich bin jetzt auch nicht der größte DNS-Fan. Aber gut, habt ihr nicht gehört. Ratatösk auf jeden Fall auch, ja, wie gesagt, sehr witzig. Auch die Ansagen, dieses auch unter den Bandmitgliedern da immer so ein bisschen miteinander rumwitzeln, finde ich sehr, sehr witzig. Und wie gesagt, die Frontfrau, die ganze Zeit auch mit einem Bier in der Hand, ob es ein Becher oder in der Flasche war oder dann auch immer so und so. Ja, ich bin auch schon hier leicht angetrunken, mäßigen Gesicht. Hatte ein bisschen was. Also Malo Carpatan. Und wer die Band kennt, auch hier, die sind ja auch so ein bisschen in Gewandung, dicke Sonnenbrille und dann auch mit Bier auf der Bühne, da weißt du nicht, ob das Konzert schon losgegangen ist oder ob es immer noch Soundcheck ist. Das ist mir damals 2016 in Dublin, als ich es live gesehen hatte, auf dem Unconquered Darkness. Aber ich schweife ab. Tales of Ratatösk hatte so einen leichten Vibe davon und das fand ich ziemlich cool. Ich mag sowas sehr, sehr gerne. Ich mag ja auch so Bands wie Kotze und so, wo dann auch mit Bier auf der Bühne gestanden. Ich mag es halt einfach, wenn Leute so ein bisschen auf so dieses Rockstar-mäßige raushängen lassen. Mega Spaß gemacht. Das Publikum hat gut mitgemacht. Wir hatten mega viel Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf jeden Fall. Wir kommen gerne wieder. Jederzeit. Wo kommt ihr eigentlich her? Oberhausen. Oberhausen, ja, Pott halt. Ja, geil. Wie ist es zustande gekommen, dass ihr hier spielt? Im Grunde genommen hatten wir letztes Jahr im November eine Veranstaltung in Oberhausen. Und da war jemand von Spiel extra da und hat uns quasi gecastet. Und wie findet ihr es hier? Ich finde es geil, das ist ein mega schönes Festival, super organisiert, mega guter Sound, mega gutes Bier, Met, was will man mehr? Alles total entspannt. Man könnte sogar baden gehen, wenn es nicht regnet. Ja. Danach kam Endgeist und oh, Endgeist tat mir leid. Ey, bei Endgeist hast du geschüttet. Endgeist hat es echt geschüttet. Yeah.
selbst beschreiben sich, beziehungsweise auf Metal Archives werden sie beschrieben als Black-Ended Death Metal. Ja, Black-Ended Death Metal, vielleicht mit ein bisschen Deathcore oder mit ein bisschen Atmo-Black Metal mit drin. Schwer zu beschreiben, sehr moderner Black Metal, würde ich auf jeden Fall sagen. Der Sänger sieht auch so ein bisschen aus, als der alte, würde alte Pantera hören, hat so ein bisschen was auf unserem Pillner Selmo Look. Auf jeden Fall sehr, sehr gut, so die Leute angefeuert und gesagt, hier, macht mal mit und so weiter. Haben auch einige Leute vor der Bühne ausgehalten bei starkem Regen. Ich eingeschlossen, habe mich dann eher dann doch irgendwo einen Platz oder einen Pavillon gesucht. Standen ein paar Pavillons rum und Stände waren auch da, da haben sich die meisten Leute drunter verzogen. War aber trotzdem ein sehr guter Gig. Aber ja, das Wetter hat da leider ein bisschen was weggenommen. Hat da ein bisschen den Auftritt für viele verhagelt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Endgeist! Richtig, ja. So, wie kommt es, dass ihr hier spielt? Wie ist das zustande gekommen? Wir wurden tatsächlich vom Fredo angefragt. Also wir haben auch uns beworben und dann haben wir tatsächlich irgendwann mal eine E-Mail gekriegt, hey, wir hätten euch gerne beim Festival dabei. Und da waren wir halt dann auch tatsächlich sehr erfreut. Weil ich hab vielleicht noch eine. Eichstrom ist halt einfach eine geile Nummer. Man hat immer geile Headliner dabei. Also wenn man die letzten Jahre anguckt, die Gegend spricht für sich. Wenn man sich umdreht, den See anguckt hinter der Bühne. Und da haben wir sofort gesagt, ey, wir sind dabei. Und wie war der Auftritt trotz des Regens? Ja, also hat auf jeden Fall Laune gemacht. Wir hatten, hatten leider technische Probleme ein bisschen, aber nichtsdestotrotz, die spielerische Sache hat dann richtig Bock gemacht. Also, wir haben richtig Laune gehabt und die Leute vor der Bühne sind trotzdem Regen mega abgegangen. Einfach super, wir können uns absolut nicht beschweren. Danach ging es dann weiter mit Eridu. Und Eridu haben sich auch was Besonderes überlegt, weil ich jetzt jede Band hatte fast irgendwie so ein besonderes Konzept. Und das besondere Konzept von ihnen war, dass sie am Anfang eine Tänzerin hatten, die mit so ein bisschen Feuer so rum jongliert hat. Ja, so ein bisschen orientalische Vibes schon fast gegeben hat. Aber ja, musikalisch muss ich jetzt sagen, es ist nicht so übertrieben viel, weil mir jetzt gerade noch hängen geblieben. Es war nicht schlecht, es tat auch nicht weh, es war ganz gut. Du, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wie war es auf der Bühne bei euch heute? Heiß vor allem, aber es ist geil, dass der Ring aufgehört hat und die Leute dann sich auch wieder vor die Bühne gezogen hat. Also auf jeden Fall eine Nummer, ja. Wie kommt es, dass ihr hier spielt? Habt ihr Sporben? Seid ihr angefragt worden? Unser Bassist hat letztes Jahr hier mit seiner anderen Band gespielt, mit Mori. Ah, okay. Ja, stimmt, das war vor der Pandemie. Mhm. Und wurde dann von den Veranstaltern gefragt, ja, hier, ich habe hier mal einen von der Crew, den Jan. Wie ist es denn hier, das Wochenende als Crew unterwegs zu sein? Es ist sehr laut, es ist sehr unterhaltsam, man hat Spaß bei der Arbeit. Ja, man hat halt solche Doppelzahlen, aber ansonsten ist es total entspannt, man hat einen ruhigen Abend. Also die Leute sind gut drauf, die Leute sind eigentlich ruhig, man hat nicht wirklich viel Stress oder so. Also es ist so. Was freust du dich heute noch? Welche Band willst du unbedingt sehen? Also ich wollte eigentlich nur sehen Ingrim, die hatten am Donnerstag gespielt. Ja, genau. Aber Eridu haben mich sehr angetan, die fand ich schon gut. Und was hat das davor gespielt? Ich weiß gar nicht mehr. Von wem? Tales of Ratatürk. Ja, genau. Aber die waren echt gut. Fand mich. Und nächstes Jahr Realm of Chaos, würde ich sagen. Oh ja, nächstes Jahr stehe ich hoffentlich auf der Bühne. Ja, ich setze mal in der Veranstaltung so unter Druck. Realm of Chaos nächstes Jahr. Sogar. Ach du, gar kein Stress, so. Was? Alles klar hier. Viel Spaß noch. Danke. Danach ging es wieder in eine ganz andere Richtung mit Reliquie. Reliquie, da habe ich auch ein bisschen das Gefühl gehabt, so die wären auch besser auf dem Amphi-Festival oder auf dem BGT. Weil es war so, naja, musikalisch, also auch die Band so gekleidet und so, ja, diese Gothic-artigen, ja. Es war halt eher so wie unheilig gekleidet, könnte man sagen. Und klang dann musikalisch wie Subway to Sally ohne die nervige Stimme von Eric Fisch oder wie, vor allen Dingen auch wie Letzte Instanz habe ich da sehr stark rausgehört. Deinen König herrsche über deine Welt. Durch das Feuer, das er springt, ich will nicht mehr, was er will. Und du bist auf der Welt. Durch das Feuer, das er springt.
Für das, was es war, war es gut. Also muss ich jetzt, gar nicht rummeckern. Für das, was es war, absolut gut. Ich glaube, wenn man auf die Musik steht, genau das. Ich glaube auch mit 17 oder mit 16, ich hätte das Ding mega abgefeiert. War auch ziemlich auch, wenn man dabei, heute höre ich das jetzt nicht mehr so stark, verfolgt die Musik nicht mehr so stark. Aber ich glaube, es gab genug Leute, die mit. Die auf Bock hatten und auch ihre Party dadurch hatten. Ja, guck mal, wen wir hier haben. Hi. Hi, der Prinz Maximus. Letztes Jahr schon da gewesen, aber musikalischerweise dieses Jahr nur als Fan. Tatsächlich. Was hat dich dazu bewogen, nochmal herzufahren? Tatsächlich wurde ich, die Mighty Dragonlords wurden vom Marschstrom eingeladen. Eine große Ehre. Und ich wäre auch so gekommen, aber so ist es natürlich noch schöner. Ein bisschen Spaß haben, das schöne Festival genießen. Großartig. Was hat dir bisher gut gefallen, welche Bands? Also gestern mein Höhepunkt war Wannerheim, muss man ganz ehrlich sagen. Die Jungs haben einfach, und das merkt man, das schwappt richtig schön von der Bühne über und das macht richtig Spaß. Danach waren wir dann auch schon bei den letzten drei Bands des Festivals. Ja, das geht doch relativ schnell. Danach haben Cambrium gespielt und bei Cambrium habe ich zuerst gedacht, so geil, kriegen jetzt hier Urzeit hier, Cambrium, kambrische Explosion und so weiter. Geht um alte Zeiten, prähistorisch und sonst was. Aber nee, weit gefehlt. Ganz im Gegenteil, es geht in die Zukunft. Die hatten ein richtiges Sci-Fi-Image. Die sind auch durch das Publikum, durch Menge, so einen schwarzen Hauben durch und so Cyberanzügen und hat dann so lichtschwertartige Dinger mit dabei. Und du hast dir gedacht so, okay, dann geben wir keine Uhrzeit, dann geht's jetzt eben in die Zukunft und wir kriegen irgendwie geilen Metal mit futuristischen, progressiven Ansätzen. Von mir aus auch mit Synthwave mit drin. Auf jeden Fall irgendwas, was anders ist, was ganz anders ist. Ich meine auch wie Nocturnus, die haben ja auch so ein Sci-Fi-Image und da geht's auch ganz wildes Keyboards in ganz unterschiedliche Richtungen hier. Nee, überhaupt nicht. Leider nicht. Es war dann doch eher so die Melodic Death Marke Finnland. Und zwar Finnland im Sinne von Norfa und Ensiferum. Jo, Melodeath Metal, diesen etwas epischeren und etwas, ich will nicht sagen Power Metal Keyboards, aber ja, ihr wisst schon, was ich meine, so diese großen Aufbauten und so weiter, diese epischen Dinger, und ist auch das für mich so ein bisschen, ein bisschen totgetudelt. Ich hätte mir hier echt ein bisschen was anderes gewünscht, so ein bisschen mehr Synthwave reinzubringen, wirklich ein bisschen was, dass sie sich trauen, was nicht jeder macht. Sie haben ihre Fans gehabt und haben ihre Sachen nicht schlecht gemacht. Das, was sie gemacht haben, auch hier, sag ich so, es passt bei jeder zweiten Band, das, was sie gemacht haben, haben sie gut gemacht. Nicht alles hat meinen Geschmack, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das ist ja ganz normal auf dem Festival, man geht ja nicht hin, weil man 100% der Bands hören will. So, ich habe hier den großartigen Christian Munke. Den großartigen? Ja, hier, Organisator des Heidelberg Death Fest. Ja, was für ein Zufall wieder, ja. Ja, T-Shirt habe ich euch schon mal gesehen irgendwo. Du bist heute Gast hier. Wie gefällt's dir? Mehr oder weniger, ja. Was heißt mehr oder weniger? Ja, ich habe zwei Bands spielen auch. Beziehungsweise hatte eine gestern schon Marsch, heute Helende noch. Und aber ja, ich bin eigentlich als Gast hier mit dem Wohnmobil. Und ich bin das erste Mal hier auf dem Marschraum und mir gefällt es sehr gut. Ich mag ja eher so kleinere Festivals, wo es so ein bisschen familiärer ist, wo auch die Wege nicht so weit sind und so. Preise sind günstig für Essen und Getränke. Nette Leute da, guter Sound auf der Bühne. Passt. Welche Band hat dich mitgerissen oder welche hat dich überrascht, die du bisher nicht auf dem Zettel hattest? Also überrascht, die ich noch überhaupt gar nicht kannte, war tatsächlich die allererste Band, die gestern gespielt hat. Mhm. Isn't, hieß die? Ja, genau. Mit einer also Female Fronted, so ein bisschen Arch Enemy Style. Fand ich jetzt echt für eine Opener-Band gar nicht übel. Und ansonsten hat mir heute Endgeist ziemlich gut gefallen. Schamasch natürlich gestern und jetzt gleich noch Ende. Haben wir schon ein paar zusammen, ja. Dann kam aber allerdings etwas, worauf ich auf jeden Fall Bock hatte. Sozusagen meine Band des Festivals, und das waren Elende. Elende, die habe ich auch schon ein paar Mal live gesehen, aber auch hier ganz großes Kino. Elende machen echt was her. Also ich kann da nicht meckern. Elende sind eine großartige Band. Sie haben es wirklich drauf und sich auch sehr gemacht in den letzten Jahren. Ich kann mich daran erinnern, wirklich den Hof beim Jazzkeller vor knapp 150 Leuten zu sehen. Und hier haben sie sogar ganze Festival-Ground auf dem Bein, um die Band zu sehen.
sehr stimmungsvoll, sehr, sehr geil. Auch so, dass diese aufziehende Dunkelheit der Dämmerung war, das hat natürlich super gut gepasst. Großartig, ich habe tolle Songs, was soll ich sagen? Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass sie keine Weltennacht gespielt haben. Ist mein absoluter Lieblingssong von der Band, ist auch generell einer meiner Lieblings-BM-Songs und wurde nicht gespielt. Naja, falls ihr das seht, Elende, ich weiß, ihr werdet eure Setlist deswegen nicht umschreiben, nur weil ich es sage. Aber denkt mal drüber nach, nur wieder Weltennacht in die Setlist reinzunehmen, weil das echt ein guter Song ist. Ich weiß, der ist lang und ich weiß, der nimmt dann viel Platz von anderen Songs weg. Aber der lohnt sich. Das ist ein Banger. Das müsst ihr euch mal echt auf die Liste schreiben. Wir haben hier einen meiner allerbesten und ältesten Freunde, den Flo, den Cosmo. Du bist zum ersten Mal auf dem Malmström. Ja, ich bin zum ersten Mal auf dem Malmström. Hat mich vorher nie hingeführt und war auch immer irgendwo anders an dem Datum. Und dieses Mal hat es mal gepasst gehabt und bin auch eingeladen worden. Von wem? Von Corpse Pain. Danke nochmal an euch Jungs, an die Linda vor allen Dingen. Ja, und bis jetzt ist es ganz okay. Ich lasse das erstmal alles auf mich wirken. Das ist anders als wie das, was ich sonst kenne, wo ich sonst war, ist einfach anders. Ja, ich kann nicht sagen, besser oder schlechter. Aber es gefällt dir bisher? Es ist nicht schlecht, ja. Ja, cool. Ja. Du hast ja auch eine Band, Guardians Gate. Wo spielt ihr denn als nächstes? Ja, letzte Woche hatten wir einen Gig mit Corpse Pain. Und dadurch bin ich auch hier, weil es dann gehiesen hat, komm doch nächste Woche. Setz dich auf die Gästeliste und ja, mega gut. Und nächste Gig, den wir haben, der ist im Ende September in Weilburg in Kubach. Es ist ein Tagesfestival, Breakdown for Tolerance. Ja, Breakdown for Tolerance. Und da sehen wir das nächste Mal. Ja. Alle aufschreiben, Guardians Gate, geile Power Metal, Heavy Metal Band hier. Yes. Guckt euch an. Geil, danke. Bleiben wir auch auf jeden Fall bei AOP, denn danach ging es weiter mit einer weiteren Band von diesem Label, Art of Propaganda, und zwar mit Heretois. Ich glaube, der Name kommt von Heretic und von Trois, dem Suffix, dem Französischen. Und da würde wahrscheinlich Heretois wahrscheinlich am richtigsten sein. Alter Schwede. Hier ist noch mehr Post-Black-Metal gewesen, noch mehr Atmosphäre, noch, ja, war noch dunkler. Die Nacht war jetzt inzwischen eingebrochen und der Sänger, der Projektleiter des ganzen Eklatanz ist auf jeden Fall das Zentrum gewesen, der auch wirklich das charismatische Zentrum der Band mit seinen, dieses exzessive Headbang von ihm mit den Dreads, die dann so rumgeflogen sind in den Lichtern und so. Das sah schon cool aus, das hat auf jeden Fall was hergemacht. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also, würde ich sagen, guter Abschluss. Beste Band. Um dann nochmal ins Zelt zu gehen, nochmal ein Bier zu trinken und sich dann hinzulegen, um zu sagen, ja, das war's. Das war das Malmström 2023. Und was bleibt dann zurück vom Malmström 2023? Müll auf jeden Fall nicht so viel. Das haben die Organisatoren auch am nächsten Tag nochmal gepostet, als sie aufgeräumt haben. Ging relativ schnell, weil die meisten Leute sehr sauber waren. Auch wir haben immer sehr stark darauf geachtet, nichts auf den Boden zu schmeißen. Allein schon, man musste, wenn man grillen oder auch einen Gaskorb nutzen wollte, immer runtergehen zu dem Schotterplatz, weil wegen Wandbrandgefahr war es, war halt sehr trocken. Also wenn man das hingeschmissen hätte, Kippe oder irgendwie so einen Gaskorb umgefallen wäre, wäre halt der ganze, weil auch mit Stroh alles ausgelegt war, hätte es halt sehr böse werden können. Gut, spätestens ab Samstag war die Gefahr gebannt, nachdem es so gepisst hat. Aber trotzdem haben sich alle daran gehalten, war sehr sauber zurückgelassen worden und lief sehr reibungslos. Es gab wenig Konflikte, ich habe wenig mitbekommen, auch der vor Ort der Sanitätsdienst hat gemeint, da musst du irgendwie gar nicht ausrücken. Es gab glaube ich, 4 Leute auf dem ganzen Festival, wo sie irgendwas machen mussten. Also groß und ganz eigentlich perfekt. Hab's dieses Jahr leider nicht geschafft, in den See zu gehen. Ja, das muss man halt auch mal sagen. Aber gut, das ist halt das Ding, wenn man jede Band sehen will und irgendwie dann auch die ganze Zeit filmen, man hat dann nicht so viel Zeit. Ne? Dann geht es irgendwie schon um 13 Uhr los und es läuft dann bis nachts, hast du zwischendrin nicht viel Zeit. Aber wie gesagt, ich glaube, es gibt einige Leute, die das dann doch in Anspruch genommen haben und es lohnt sich, in den See zu gehen. Ist ein sehr schöner Badesee, kostet ein paar Euro extra, aber nein. Kann man auf jeden Fall eingehen. Allein schon, weil man da auch dann nochmal ein bisschen was essen kann in dem dortigen Bistro.
So, das war's. Maelstrom wie für mich ja sowieso geil, weil Familientreffen, ich sehe haufenweise Leute, die das ganze Jahr über nicht gesehen haben. So, ich will es gar nicht in Länge ziehen. Ich bin total begeistert. Ich hoffe, es findet nächstes Jahr auch wieder statt. Es war nicht weniger los als letztes Jahr. Sagen wir mal so, es war nicht weniger los als letztes Jahr. Ich hatte auch das Gefühl, es wurde ordentlich getrunken, es wurde auch gut gegessen und auch die Tagesbesucher waren mehr. Ich bin auf jeden Fall guter Hoffnung, dass das nächste Jahr stattfindet. Ich drücke die Daumen. Wäre auf jeden Fall echt klasse. Würde mich auch freuen für die Organisatoren. So, schreibt ihr mal in die Kommentare, wo ihr dieses Jahr schon auf Festivals wart und was ihr so über das Maelstrom denkt. Ich verlinke euch auch nochmal hier irgendwo den Bericht vom letzten Jahr, weil letztes Jahr war es auch schon eine ziemlich geile Party. Und bleibt nicht mehr zu sagen, zeigt dieses Video eurer lokalen Bühnenmaus. Ich war es, Fan von Tod gehört. Abonnieren und liken hilft mir immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Auf Wiedersehen. Das ist eine Konstruktion. Das war kein Menschenfreund, der das Ding entwickelt hat. Nein, nur der Sandro. Nur der Sandro. Sandro, was sagt ihr über Sandro? Schöne Grüße. Grüße. Nimm mal ab, sonst bist du bald so fett. Ja. Wie viele Sterne von 5? Im Lebenshilfe von 5. Ich meine jetzt einfach ein Bild. Pflegebedürftig von 5. Alles klar, Dankeschön. Leute. Hallo. Alle 3 Meter sieht man bekannte Leute. Das ist geil. Ja. Ich habe hier jemanden von Endgeist. What? Wir sind nicht von Endgeist. Von vorne. Okay. Call of Caron haben wir hier. Freust du dich auf was? Ja, auf Musik und Bier und andere Sachen. Und Busfahren. Busfahren? Und duschen gehen und ja. Geil. Ja, ich. Wurstbrote später. Wurstbrote? Ja. Geil. So, und ja. Dann dran. Pingen, Leute.